Hallo an den Geräten, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir sind heute live sag ich mal, einer Mischung verschiedener Organisationen und auch Personen, die sich einfach für das Klima nicht nur interessieren, sondern auch engagieren. Und haben heute später noch eine Diskussion. Jetzt erstmal zwei Vorträge von Dr. Christoph Gerhards und Dr. Ralf Wendt zu dem Thema. Das ist, denke ich, jedem schon bekannt. Deswegen hat man sich ja hier eingewählt oder auf YouTube eingeschalten zum Thema des Gaskraftwerks der Stadtwerke Leipzig. Ich würde dann gleich mal mit einer Vorstellung beginnen. Erstmal, dass sich die beiden Vortragenden auch vorstellen, dass wir wissen, wer das so ist. Würde ich erstmal sagen, Ralf, magst du anfangen, dich kurz vorzustellen? Ja, gerne. Also Ralf Wendt ist mein Name. Ich bin Physiker, habe lange Zeit im Bereich Photovoltaik gearbeitet in der Industrie und beschäftige mich seit 4 bis 5 Jahren mit dem Thema Wärme und habe also mein Leben lang eigentlich einen starken Fokus auf erneuerbare Energien. Früher Strom, jetzt eher Wärme. Okay, danke dir. Ja, und Christoph, du willst ja beginnen da mit deinem Vortrag. Darum würde ich einfach sagen, stell dich kurz vor und kannst dann auch gleich loslegen. Ja, ne, mein Name ist Christoph Gerhards. Ich bin auch Physiker und beschäftige mich mit erneuerbaren Energien seit ja, rund gut 1,5 Jahren, auch sehr aktiv im Bereich Scientists for Future und mit dem Gaskraftwerk. Hier habe ich mich in dem Zusammenhang auch auseinandergesetzt und würde dann jetzt die Präsentation starten. So, seht ihr jetzt wieder den Bildschirm? Ja, die So. Präsentation ist jetzt wieder Ja, zu okay. sehen. Genau, jetzt sind wir Gut. drin. Jetzt klappt es so. Also, eine kurze Einführung von mir, das ist das, was wir derzeit erleben. Wir sehen hier die letzten 20.000 Jahre Temperaturen und haben heute ungefähr 1 Grad Temperaturerhöhung im Vergleich zum vorindustriellen Mittel und haben die Prognose, dass es ungefähr 3 Grad wird. Und diese 3 Grad nach oben, das ist ungefähr so viel wie der Temperaturunterschied zwischen der Eiszeit, die wir hatten vor rund 20.000 Jahren, also einer Situation, wo wir hier ein paar hundert Meter Eis im Norden Europas haben und dem, wie wir es jetzt haben. Also es ist schon ein deutlich dramatischer Unterschied. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Anstieg der Temperaturen begrenzen, wie das auch im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart wurde. Hier habe ich nochmal vorbereitet, wie die CO2-Reduktionspfade sein müssten, wenn wir dieses Abkommen einhalten, unter der Logik, dass jeder Einwohner dasselbe Emissionsrecht hat. Und man sieht halt, dass die Ziele, die wir derzeit in Deutschland haben, nicht geeignet sind, auch nur ein 2-Grad-Pfad zu folgen. Und das andere, was man sieht, ist, dass die nächsten 5 bis 10 Jahre entscheidend sind, auf welchen Pfad wir uns bewegen können. Und wir müssen halt drastisch mit den Emissionen runter. Das heißt, unsere Ziele nachbessern. Und wenn ich Frau Merkel richtig verstanden habe, begrüßt sie ja schärfere Ziele im Rahmen der Pressekonferenz vom Petersberger Dialog. Und so hoffe ich, dass es dann auch schärfere Ziele für Deutschland gibt. Eine solche Reduktion von Treibhausgasemissionen heißt natürlich auch, dass Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen ab Ende der 2020er Jahre nur noch sehr, sehr wenig laufen können. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kraftwerk baue, das mit fossilen Brennstoffen befeuert wird, sei es Erdgas oder Kohle wie Datteln 4, dann sollte man nicht davon ausgehen, dass das so betrieben werden kann wie ein Kraftwerk, was ich vielleicht vor
30 Jahren in Betrieb genommen habe. Ich habe hier mal mitgebracht die Stromproduktion in Deutschland, aufgegliedert nach den Erzeugungsquellen. Und man sieht an dem 9. Februar dieses Jahres, da hatten wir sehr viel Wind und zusätzlich noch Solarstrahlung. Wir haben also 100% des Energiebedarfs, den wir in Deutschland haben, über erneuerbare Quellen gedeckt. Allerdings rund eine Woche später waren es nur 26% aus erneuerbaren Quellen. Das ist halt die Natur der Sache, der fluktuierenden Quellen. Und im Wesentlichen lernen wir daraus, was brauchen wir? Wir brauchen flexible Verbraucher, die sich also den Erzeugungsmöglichst anpassen können. Dann brauchen wir Speicher und einen Netzverbund, um die lokal unterschiedlichen Wetterverhältnisse ausgleichen zu können. Und wir brauchen flexible Kraftwerke, was im Wesentlichen Gaskraftwerke sein müssen, als Lückenfüller. Da haben wir heute eine Kapazität von rund 30 Gigawatt. Und je nachdem, wie diese oberen Punkte flexible Verbraucher, Speicher und Netzverbund ausgebaut werden, kommt man mit diesen 30 Gigawatt aus. Oder aber würde noch einige gehen davon aus, dass man mindestens 80 oder mindestens 50 Gigawatt dazu bauen müsste, wenn es eben diese flexiblen Verbraucher, Speicher und Netzverbund nicht in dem Maße gibt. Ein kurzer Ausblick, was ist aus meiner Sicht her zu erwarten, um jetzt die Pariser Klimaziele einzuhalten, muss man auf jeden Fall erneuerbare Energien sehr deutlich ausbauen. Und wir brauchen einen CO2-Preis, der im letzten Jahr im europäischen Emissionshandel so zwischen 20 bis 30 Euro war. Das Umweltbundesamt hat ja mal eine Studie herausgebracht, wo der heutige Schaden durch die CO2-Emissionen mit um die 180 Euro heutiger Geldwert bewertet wird. Und insofern sind dagegen 20 bis 30 Euro pro Tonne noch sehr gering. Folgen für Leipzig daraus wären, wenn Kohlekraftwerke ab rund einem CO2-Preis von 25 Euro die Tonne nicht kostendeckend sind, laufen die weniger und man müsste damit rechnen, dass sie auch stillgelegt werden. Das heißt aber auch, dass die Versorgung von Fernwärme für Leipzig aus dem Kraftwerk Lippendorf bis 2030 recht unsicher ist, denn wenn CO2-Preise steigen, das Kraftwerk nicht kostendeckend arbeiten kann, dann würden diese Lücke an Kosten ja gedeckt werden müssen durch die Leute, die Fernwärme beziehen, weil das Kraftwerk sonst nicht läuft. Um den Ausfall des größten Erzeugers abzusichern, für Leipzig ist also entweder eine Kapazitätserweiterung nötig oder aber entsprechende Einsparungen. Und da haben wir natürlich ein Problem, wenn man die Einsparungen nicht realisieren kann oder denkt, dass man sie nicht realisieren kann und man schaut sich die heutigen Marktbedingungen ein, dann ist ein Erdgaskraftwerk billiger als erneuerbare Energien zu bauen. Und die Stadtwerke sollen an die Stadt Gewinn abführen. Und nun ist es also die spannende Frage, was tut man rein in seine Kostenrechnung? Drückt man da die heutigen Marktbedingungen rein und denkt, die werden sich schon noch 10, 15, 20 oder so und so viele Jahre halten? Oder aber werden sich die Marktbedingungen ändern? Denn man soll ja Gewinn abführen. Auch noch ein Problem ist, dass gesellschaftliche Kosten nicht berücksichtigt werden. Selbst bei einem Unternehmen, was ja der öffentlichen Hand gehört, also jetzt nicht an böser Finanzinvestor ist oder so, sondern eigentlich möchte man ja annehmen, dass gesellschaftliche Aspekte dort schon deutlich berücksichtigt werden. Dann kann man sich danach fragen, ja, ist so ein Gaskraftwerk die beste Variante? Ich bin der Meinung, zur Erreichen der Pariser Klimaziele ist es das sicherlich nicht. Da wären erneuerbare Energien die bessere Variante.
Das Gaskraftwerk ist ein politischer Kompromiss, der halt getroffen wurde. Es führt meines Erachtens durchaus dazu, dass wir weniger CO2-Emissionen bekommen werden, als wenn wir rein auf die Fernwärmeversorgung von Braunkohle setzen, aber nicht so wenig, wie wir es eigentlich bräuchten. Und damit gebe ich mal weiter an den Ralf. Christoph, du klickst weiter. Ich, genau. Ich klicke weiter, ja. Wir haben die Situation in Leipzig. Also Christoph hat es ja eben schon ein bisschen angedeutet, wie die Versorgungslage ist. Ich werde auf einige Punkte da auch eingehen. Insbesondere bei den Kosten habe ich einen bisschen anderen Blick und auch bei der Versorgungslage selber. Wie bitte? Ich sage dir Bescheid, Christoph. Okay. In Leipzig ist es so, dass wir 28% der Wärmeversorgung über Fernwärme realisieren, über die Stadtwerke, und der Rest ist also Einzelheizung, Gas, Öl, Wärmepumpen und ja, was es sonst noch gibt. Die Fernwärmeerzeugung, diese 28% Heizwärme, die wir in Leipzig verbrauchen, die werden erzeugt von verschiedenen Kraftwerken. Ganz oben steht hier Lippendorf mit 320 MW, die aber scheinbar nicht wirklich ausgenutzt werden. Also das, was dort bezogen wird, ist in der Regel weniger. Wir haben ein großes Gaskraftwerk in Eutritsch, das ist am Bahnhof, kurz hinterm Bahnhof. Wir haben eine Reihe kleinerer Heizwerke, die aber zusammen auch eine ziemlich große Leistung haben. Heizwerke sind also Heizungen, bloß ein bisschen größer, also größer als die, die man in seinem Haus unten im Keller stehen hat, aber von der Funktion her sind sie ähnlich. Und genau, also können genauso Wärme zur Verfügung stehen. Dann gibt es noch BHKW. Der Speicher ist ein bisschen die Frage, ob der hier mitgerechnet werden kann, weil ein Speicher natürlich immer nur begrenzte Zeit Leistung und Energie liefern kann. Die Fernwärmeerzeugung hat zurzeit einen verschwindend geringen Teil erneuerbarer Energien. Die 0% stimmen wahrscheinlich nicht ganz, weil es ein bisschen Biomasse gibt, die verfeuert wird. Da muss man sich aber genau angucken, wo die Biomasse denn überhaupt herkommt. Und dann kann man halt entscheiden, ob man dann sagt, das ist erneuerbar oder nicht. Aber es ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Also die Fernwärmeversorgung heute ist 100% fossile Energieträger. Christoph? Christoph hat es eben schon gesagt. Wir beziehen Fernwärme aus Lippendorf. Die Stadtwerke selbst haben den Vertrag jetzt auslaufen lassen, sind scheinbar in Verhandlung mit den Betreibern in Lippendorf, aber es gibt jetzt erstmal keinen Folgevertrag, und die Strategie der Stadtwerke ist eigentlich auch, sie wollen praktisch diese Fernwärme nicht mehr beziehen. Sie wollen viel lieber ein eigenes Kraftwerk bauen, ein Gaskraftwerk mit Erdgas betrieben und dann also sowohl die Fernwärme vertreiben als auch den Strom verkaufen, den sie da produzieren. Das ökologische Kalkül ist dabei, was also von den Stadtwerken immer wieder auf Diskussionsveranstaltungen erwähnt wird, ist, dass wenn Leipzig aus der Wärmeversorgung über Lippendorf aussteigt, dann muss Lippendorf aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt werden. Die Folgen haben wir uns mal angeguckt. Christoph hat nochmal die NOx-Emissionen nachgerechnet. Wir sind da, also kommen auf zusätzliche NOx-Emissionen im Stadtgebiet durch dieses neue Kraftwerk von 5 bis 10%. Das ist also eine erhebliche Steigerung der NOx-Emissionen, die auch von den Stadtwerken so nicht publiziert sind. Wir haben uns da verschiedene Quellen gesucht und kommen auf diese Werte. Die Stadtwerke selbst sagen, das hat keinen Einfluss auf die Luftqualität in Leipzig, dieses neue Kraftwerk. Diese Werte sagen natürlich was anderes. Ja? Also
wird praktisch einen deutlichen Emittenten für NOx-Emissionen in die Stadt, holt den in die Stadt rein und nicht nur für die Fernwärme, sondern auch den Strom, den man hier macht, was eigentlich prinzipiell nicht notwendig ist, Strom mit fossilen Energieträgern zu produzieren in einem dicht besiedelten Bereich, wo wir sowieso schon hohe NOx-Emissionen haben. Wir werden, wenn man jetzt Lippendorf und das neue Gaskraftwerk vergleicht, werden wir weniger CO2 emittieren. Die Herstellung von Erdgas und der Transport hierher erzeugt aber deutliche Mengen Methanverluste, die also deutlich, das Methan ist deutlich klimaschädlicher als das CO2. Und das heißt also, wir haben keinen Klimagewinn, den man zwar aus dem CO2 rausrechnen könnte. In der Summe mit dem Methan betrachtet, haben wir keinen positiven Effekt fürs Klima. Das wird unter anderem in der Studie vom BUND dargelegt. Die haben eine Studie gemacht zu Nord Stream 2, dieser Gaspipeline von Russland zu uns. Da haben sie sich das mal angeguckt und haben gezeigt, dass es das also in der Summe kein Klimagewinn ist. Wir werden dadurch, durch dieses neue Kraftwerk, nicht die erneuerbaren Energien einsetzen. Ja, 0% wird auch danach sein. Und wir werden eine hohe Investition haben, 150 Millionen in eine alte Technologie eines vergangenen Zeitalters, des fossilen Zeitalters. Das kann also auf keinen Fall die Zukunft sein. Und weiterhin, wir haben also eine neue Industrieanlage mitten im Wohngebiet neben zwei Schulen, einem Kindergarten, direkt Zaun an Zaun, was also alles nicht für die Lebensqualität in Leipzig positive Auswirkungen hat. Christoph? Wenn man sich jetzt die Fernwärme anguckt, und die Umstellung auf erneuerbare Energien, die Gas, dann muss man verschiedene Details sich angucken. Erstmal die hohen Temperaturen. Wir sind also hier im Bereich 100 bis 130 Grad. Auf so einem Temperaturniveau kann man nicht sinnvoll erneuerbare Energien nutzen. Dieses hohe Temperaturniveau ist im Endeffekt nur über fossile Energieträger speisbar. Und die Absenkung dieses Temperaturniveaus ist nicht trivial. Also da sind einige Maßnahmen für notwendig. Die Stadtwerke selbst werben immer damit, dass sie ja Wasserstoff einsetzen können. Wasserstoff, der durch Photovoltaikstrom oder Windstrom erzeugt wird. Das wird nicht funktionieren. Dieser Wasserstoff wird viel zu teuer sein. Also erstmal ist er gar nicht verfügbar. Der wird kommen, aber in kleinen Mengen und ziemlich teuer. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Industrien, die deutlich mehr zahlen können, als man für Wärme zahlen möchte. Das heißt, diese Option mit dem Wasserstoff, die gibt es nicht. Und insofern wird das Gaskraftwerk immer mit Erdgas betrieben werden. Und es gibt auch keine weiteren Alternativen oder andere Brennstoffe, die sichtbar sind, mit denen man das irgendwann mal auf erneuerbare Energien umstellen könnte. Die Fernwärme mit diesen hohen Temperaturen ist, wie gesagt, ein veraltetes Konzept aus dem fossilen Zeitalter. Das bedeutet, dass wenn man auf erneuerbare Energien umsteigen möchte, muss man eigentlich das Fernwärmenetz rückbauen. Auf jeden Fall muss man aufhören, das Fernwärmenetz in der Form, wie es jetzt existiert, weiter auszubauen. Christoph? Ich habe noch mal ein paar Sachen zu den Kosten hier aufgelistet. Wir haben, wenn wir das Gaskraftwerk betreiben, einmal die Kosten für das Erdgas, für den CO2-Preis. Wir haben eine relativ hohe Investition von 150 Millionen Euro, die wahrscheinlich relativ schnell abgeschrieben werden müssen, 10 bis 15 Jahre. Christoph hat gesagt, maximal 10 Jahre. Es gibt aber noch weitere Kosten, die praktisch mit dieser Nutzung des Gases im Zusammenhang stehen.
Wenn wir uns jetzt angucken, dass wir zurzeit Milliarden für den Kohleausstieg bezahlen an die Kraftwerksbetreiber, sehe ich zurzeit keinen Grund, warum wir das in 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich auch wieder an die Gaswerkskraftbetreiber zahlen müssen. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Und das sind Kosten, die wir praktisch in der Zukunft zahlen müssen, die jetzt aber bei den Kosten der Stadtwerke nicht mit auftauchen. Und dann muss man noch wissen, dass man die Kostenrechnung der Stadtwerke ist eine andere als die des Bürgers. Also Fördermittel zahlen wir über unsere Steuern. Für dieses Gaskraftwerk gibt es erhebliche Fördermittel. Das heißt, die Stadtwerke verbuchen das als Einnahme. Für uns ist es eine Ausgabe, also ganz klar. Ja. Und auch die Folgeschäden werden von den Stadtwerken natürlich nicht übernommen. Waldschäden und so weiter, die zahlen wir als Bürger über Fördermittel oder sonstige Steuern und Abgaben. Es gibt auch einige Risiken, die man berücksichtigen muss. Wenn wir also so warme Winter haben, wie das jetzt im letzten Winter war, dann brauchen wir dieses Kraftwerk gar nicht. Ja, dann fragt man sich wieder, okay, was ist mit den Abschreibungen? Die müssen natürlich dann die Fernwärmenutzer bezahlen. Wenn das nicht geht aus politischen Gründen, dann zahlt die Stadt Leipzig das, oder die Gewinne der Kraftwerke werden dann natürlich schwinden und das Risiko trägt die Stadt Leipzig, also auch der Bürger. Wenn der Erdgaspreis steigen sollte, auch dann könnten die Gewinnaussichten der Stadtwerke schwinden. Wenn der CO2-Preis, wie Christoph das schon gesagt hatte, auf einen Wert steigen würde, der also wirklich auch steuernde Wirkung hat, dann würde auch im Vergleich zu erneuerbaren Energien dieses Gaskraftwerk natürlich deutlich ungünstiger sein. Ja, Christoph? So, wie kann jetzt die Zukunft der Wärmeversorgung aussehen? Ich hatte schon gesagt, das Fernwärmenetz, so wie es jetzt betrieben wird, ist nicht in das neue Zeitalter der erneuerbaren Energien zu transferieren. Man kann das also nicht so weiter betreiben. Man muss jetzt eingreifen und zunächst den weiteren Ausbau stoppen und dann sich an den Rückbau bzw. an den Umbau machen. Es gibt da das Stichwort kalte Netze, wo mit deutlich abgesenkter Temperatur, vielleicht 40 Grad Celsius, dieses Netz genutzt werden kann als Quelle für dezentrale Wärmepumpen. Es gibt aber auch andere Konzepte wie Luftwärmepumpen, die jetzt schon deutlich besser funktionieren als noch vor 5 Jahren. Auch das ist eine Option. Das muss man sich alles im Detail angucken. Klar ist, das Fernwärmenetz, so wie es jetzt betrieben wird, ist ein Relikt. Klar, wir müssen erneuerbare Energie nutzen. Wenn wir weiter fossile Kraftwerke bauen, wird uns der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht gelingen. Ja, wir müssen Solarthermie, Wärmepumpen bauen und Wärmequellen nutzen wie Luft, Wasser und Boden. Wir müssen auch Speicherung machen, zentral oder dezentral. Aber das sind alles Details, die man sich genau angucken muss und da im Detail dann auch entscheiden muss. Und wir brauchen in den Gebäuden natürlich mehr Wärmedämmung, da wird schon viel getan. Und wir brauchen mehr Heizflächen. Das heißt, zukünftige Heizungen sind, wie sie jetzt im Neubau eigentlich auch schon gemacht werden, Flächenheizung, damit man mit niedrigen Temperaturen heizen kann. Das hängt also auch mit den erneuerbaren Energien zusammen. Die stellen halt nur niedrige Temperaturen zur Verfügung. Und dafür brauchen wir große Heizflächen, was im Altbau übrigens auch gemacht werden kann. Man kann einfach die vorhandenen Heizkörper nehmen und erweitern und zusätzliche Heizkörper installieren. Auch da kommt man in manchen Fällen schon ganz schön weit. Auf jeden Fall brauchen wir praktisch im Gebäudebestand Änderungen, die sich auf dieses neue niedrige Niedrigtemperaturheizen einstellen. Christoph? Ja, damit sind wir erstmal durch.
Gut, Christoph, du wolltest, hattest gemeint, direkt nochmal was dazu sagen. Ansonsten würde ich direkt zu den Fragen übergehen. Ja, also ich glaube, in den Schlussfolgerungen sehe ich das ganz ähnlich wie der Ralf. Die Luftwaffenpumpen, finde ich, ist das Benchmark, was sie erreichen müssen mit der Fernwärme, sowohl was die Ökobilanz angeht, als auch was die Kosten angeht. Wenn man das nicht schafft und rein mit fossilen Energien wird man es nicht schaffen, finde ich, fehlt der Fernwärme, wie sie heute ist, die Daseinsberechtigung quasi. Ich denke aber trotzdem, dass CO2 oder Treibhausgasemissionen eingespart werden, und zwar schlicht und einfach aus der Sache, wenn das Leipzig einen Bedarf an Fernwärme hat und einen Vertrag mit dem Kraftwerk Lippendorf, dann wird dieses Kraftwerk laufen, weil es als Kraftwerk auch an der Kraft-Wärme-Kopplung denselben Einspeisevorrang hat wie erneuerbare Energien. Also es wird laufen, auch wenn wir es für den Strom nicht brauchen. Und es kann nicht so schnell regeln, wie das ein Gaskraftwerk tut. Von daher glaube ich schon, dass wir mit einem Gaskraftwerk, selbst wenn es dieselbe Wärme liefert, wie wir aus Lippendorf kriegen, insgesamt deutlich CO2 oder Treibhausgasemissionen sparen, einfach weil es mit nur rund vielleicht 5 bis 10% der Leistung von Lippendorf fährt und deshalb einfach rein vom Volumen her viel weniger emittiert. Ja, ich stimme dem Ralf dazu, dass die Vorkettenemission ein großes Problem ist, so wenn ich Kraftwerke mit der gleichen Leistung betreiben würde, hätte ich auch die gleiche Treibhausgaswirkung. Aber ich habe halt eben bei dem Gaskraftwerk eine viel geringere Leistung. Das waren, glaube ich, die wesentlichen Punkte, die ich dazu auf die Schnelle sagen möchte. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es Fragen von Zuschauern gibt. Gibt es? Moment, ich gehe mal kurz wieder hoch. Ein paar Fragen sind es, 5, 6 Stück. Die erste: Bei den von Ralf präsentierten Folgen steht 0% erneuerbare Energie. Ich glaube, du hattest auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Trotzdem möchte ich die Frage nochmal anbringen. Die Stadtwerke bauen nach eigener Aussage das Ding allerdings so, dass auch H2 und Biogas verheizt werden können. Und das kommunizieren die Stadtwerke auch so. Wie ist da eure Position? Daher würde ich mal sagen, geht die Frage wahrscheinlich an euch beide. Da das ein Thema von Ralf war, würde ich erstmal Ralf bitten zu antworten. Und Christoph, wenn du was zu sagen magst, dann auch gerne. Also im Bereich Wasserstoff gibt es unterschiedliche Aussagen von den Stadtwerken. Die eine ist, dass es zurzeit am Markt gar keine Gasturbinen gibt, die Wasserstoff verbrennen können. Ich hatte aber schon gesagt im Vortrag, dass dieser solar erzeugte Wasserstoff viel zu teuer ist, um daraus praktisch Wärme zu machen. Und dass das praktisch ein Szenario ist, was nur theoretisch funktioniert. Praktisch wird er viel zu teuer sein. Also zurzeit ist er auch noch gar nicht verfügbar. Die Stadtwerke wissen auch nicht, wann der verfügbar ist. Und wie gesagt, der wird viel zu teuer sein. Biogas, soweit ich weiß, ist nicht ausreichend verfügbar. Sonst würden die Stadtwerke ja gleich mit Biogas arbeiten. Und ob die Turbinen selbst dafür geeignet sind, weiß ich auch nicht. Die sind sehr hoch spezialisiert auf einen bestimmten Brennstoff. Und viele Optionen sind, glaube ich, einfach die Turbinen rauszuschmeißen und neue einzubauen. Aber das ist natürlich wieder gewaltige Investitionen, die da anstehen. Ja, Christoph, willst du auch noch was dazu sagen oder Ja, hast du gesagt? also was den Preis vom Wasserstoff angeht, stimme ich Ralf dazu. Ist ja die Idee, dass irgendwo in der Welt über erneuerbaren Strom halt und Elektrolyse Wasserstoff produziert wird, dieser Wasserstoff dann nach Deutschland gebracht wird und hier
in das Erdgasnetz eingespeist wird, was dann eben so ertüchtigt werden muss, dass es einen hohen Wasserstoffanteil auch verkraftet. Alternativ kann man noch mit einem weiteren Schritt über eine Reaktion mit Wasserstoff und CO2, ein sogenanntes erneuerbares Methan, was dem Erdgas sehr ähnlich ist, dann erzeugen, und das könnte man nutzen. Aber ich sehe auch nicht, dass die Mengen in, sag ich jetzt mal, 10, 15 Jahren verfügbar sind. Und wenn sie verfügbar sind, sehe ich überhaupt keinen Anlass, dass dieser erneuerbare Brennstoff irgendwie billiger sein sollte als Erdgas plus CO2-Abgabe. Also es wird für den Fall, dass es ihn gibt, ziemlich teuer werden. Nach meiner Kenntnis gibt es durchaus Turbinen, die zumindest mit einem relativ hohen Wasserstoffgehalt arbeiten können. Ob die jetzt aber eingesetzt werden in dem neuen Kraftwerk, weiß ich auch nicht. Die Stadtwerke haben ja gesagt, sie würden auch Solarthermieanlagen bauen. Aber da sind mir auch keine konkreten Planungen bekannt. Also irgendwie ein Gelände und sowas in dem ursprünglichen Konzept stand es drin, dass sie es machen wollen. Aber wann es diese Anlagen wirklich gibt und wo es die geben wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Zur Solarthermieanlage würde ich gerne noch was sagen. Also die Aussage der Stadtwerke ist im Bereich erneuerbare Energien, also so begründen sie den Bau des Gaskraftwerkes, dass sich alles nicht rechnet. Also Solarthermie rechnet sich nicht, es gibt keine Quellen dafür, also keine Wärmequellen. Es ist im Nacht, also im Laufe der Diskussion um das Gaskraftwerk, also zuerst haben die Stadtwerke gesagt, sie wollen Photovoltaik und Thermie installieren in der Nähe von diesem neuen Gaskraftwerk. Dann sind sie jetzt auf eine große Thermieanlage umgeschwenkt. Man muss aber sagen, dass die Temperaturen im Fernwärmenetz dazu führen, dass die Ausbeute der Solarthermieanlage äußerst gering ist, ja, weil die Temperaturen so hoch sind. Wenn man Solarthermie betreibt, dann versucht man, die Temperaturen möglichst niedrig zu haben, um die Ausbeute also auf ein vernünftiges Maß zu bringen. Solarthermie hat den entscheidenden Nachteil, dass immer dann, wenn die Sonne schön warm scheint und man viel Ausbeute hat, die Wärme eigentlich nicht braucht. Und dann, wenn man sie braucht, die Sonne nicht da ist. Und das macht begrenzt Sinn mit der Solarthermie, aber auf keinen Fall bei diesen hohen Vorlauftemperaturen, die die Stadtwerke im Netz haben. Stimme ich von der Tendenz her zu. Das wäre etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Standwerke mit den Vorlauftemperaturen runterkommen. Den Einsatz von Solarthermie gibt es ja durchaus in Dänemark zu doch einem nennenswerten Volumen. Also Solarthermie in Wärmenetze geht, aber mit Temperaturen von 100 Grad und darüber, wie es die Stadtwerke Leipzig hier im Moment betreiben, wird es schwierig aus meiner Sicht. Okay, da würde ich jetzt mal zur nächsten Frage übergehen. Es sind noch ein paar. Sechs, sieben Fragen noch. Nee, es sind noch ein paar mehr. Die ist ein bisschen seltsam formuliert. Ich mache es mal in eigenen Worten. Es geht um die Lebensqualität, also Ausstoß von Dingen wie Schwermetall in Lippendorf. Lippendorf ist da wohl Spitzenreiter bei Quecksilber. Je nach Quelle werden im Stadtgebiet so um die 6 Tonnen in den Kläranlagen abgeschieden pro Jahr. Die Frage ist, das fällt doch weg, oder? Also wenn das Kraftwerk Lippendorf stillgelegt wird, dann würden natürlich die Quecksilberemissionen aus Lippendorf auch entsprechend wegfallen. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Das wird aber natürlich nur der Fall sein, wenn erneuerbare Energien tatsächlich ausgebaut werden und wenn der CO2-Preis tatsächlich steigt. Derzeit sehe ich leider auf bundesdeutscher Ebene nicht die Tendenz, dass das in den nächsten paar Jahren auf den Weg kommt. Um aber irgendwie Klimaziele zu erreichen, ist das aus meiner Sicht absolut
eine Notwendigkeit. Okay, ich gehe davon aus, falls der Jens Schneider die Frage auch hatte ich auch Also gestellt, dass da keine andere Tendenz dahinter war, sonst nochmal ein paar Fragen. Christoph, du wolltest noch? ich glaube, der Ralf unter. Okay, nee, wenn Ralf, wolltest du noch was dazu? Ich habe gerade Empfangsprobleme hier. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Was ich verstanden habe, ist, dass es geht um Schadstoffemissionen. Quecksilber wurde genannt in Lippendorf, die praktisch jetzt wegfallen würden mit dem neuen Gaskraftwerk. Dem stimme ich zu. Ja, wir haben also in Lippendorf selbst geringere Emissionen an Schadstoffen. In der Summe stimme ich nicht zu. Erdgasförderung, also das Erdgas kommt nicht so aus der Erde, wie wir das jetzt in der Leitung vorfinden und verbrennen, sondern auch Erdgas muss gereinigt werden. Und man verlagert das Problem einfach von Lippendorf nach Russland, Norwegen, wo immer das Erdgas herkommt. Dort entstehen, wie bei der Erdölförderung auch, durch den Reinigungsprozess erhebliche Mengen von solchen gefährlichen Abfällen, die, wo also gerade in Russland man jetzt nicht das Vertrauen hat, dass da verantwortungsvoll umgegangen wird. Also da sehe ich jetzt überhaupt keinen Vorteil. Klar, also ist nicht vor meiner Haustür, ist ein Vorteil, ja, aber gesamtökologisch gesehen sehe ich da keinen Vorteil. Okay, nächste Frage wäre, habt ihr Zahlen zum Brennstoffverbrauch von Lippendorf und GUD Leipzig Nord? Wird in Lippendorf nicht mehr, viel mehr Kohle verbrannt als Gas in Leipzig Nord? Ja, also das, was ich gerade schon versucht hatte zu sagen, ja, es wird in Lippendorf natürlich sehr, sehr viel mehr Kohle verbraucht und rein durch die Größe des Kraftwerkes sinken natürlich die Emissionen erheblich. Ja, was Ralf gesagt hatte, stimmt natürlich auch da. Wir verlagern zu einem Teil das Problem in andere Länder, aber das gesamte Volumen wird natürlich deutlich geringer, wenn ich nur 10% der Leistung verbringe. Und wenn ich es schaffe, jetzt zusätzlich durchaus im Fernwärmenetz erneuerbare Energien in signifikanten Mengen unterzubringen und dieses neue Gaskraftwerk dann vielleicht in den 2030er Jahren 1000 Stunden im Jahr zu betreiben, dann sinken natürlich insgesamt die Schadstoffe auch noch mal um einen sehr großen, relevanten Faktor. Und das ist aus meiner Sicht halt der Schlüssel, den wir machen sollten. Das Gaskraftwerk ist eine Frage der Versorgungssicherheit. Es ist, sag mal, eine Backup-Lösung, ein Lückenfüller. Aber es kann nicht die alleinige Lösung für die nächsten 15 Jahre sein. Sondern wir müssen jetzt parallel schnell erneuerbare Energien auch für die Fernwärme dazu bauen. So wie ich die Frage verstanden habe, wären auch möglichst konkrete Zahlen Ja, interessant. da gibt es einen Bericht, wo ein Energieflussdiagramm ist. Ich schaue mal, ob ich das finde und poste es in den Chat. Okay. Also mit der Versorgungssicherheit, da würde ich noch gerne was zu sagen. Da wird ja praktisch immer gedroht, okay, wenn Lippendorf nicht mehr betrieben wird, dann wird es bei uns kalt. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Dann haben wir nicht genug Fernwärme. Also eine kostengünstige Option ist natürlich die Heizwerke, die Leipzig schon hat, weiter auszubauen. Man muss ja dazu sagen, dass die Betriebszeiten der Heizwerke oder auch der Kraftwerke äußerst gering sind, wenn man praktisch nur den Heizbedarf betrachtet. Ja? Also die sind ja auf minus 15 Grad ausgelegt. Das haben wir jetzt dieses Jahr, soweit ich weiß, gar nicht gehabt. Und nur dann brauchen wir die volle Kapazität. Ansonsten werden alle Kraftwerke immer nur im Teillastbereich betrieben.
Ja, und wenn man jetzt eine kostengünstige Option haben möchte, dann würde man einfach ein Heizwerk aufrüsten und müsste jetzt nicht so eine große Investition wie für so ein Gaskraftwerk dort stemmen. Mit der großen Investition haben wir natürlich auch den Druck, das muss ich amortisieren, ansonsten steigen die Fernwärmepreise, was sich dann negativ auf den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder auswirkt. Die nächste Frage, falls dazu nicht noch irgendwas gesagt werden will, wäre, auf welchen Wert soll die Temperatur im kalten Netz geändert werden und welche technischen Änderungen sind dazu im Netz notwendig? Welche Temperatur konkret nun genommen wird, das muss man sich im Detail angucken. Wichtig ist, dass man möglichst niedrig die Temperatur wählt, um erneuerbare Energien einspeisen zu können. Bedingt allerdings, dass man in den Abnehmestationen in den Häusern, also wenn man zum Beispiel bei 45 Grad dieses Fernwärmenetz betreiben würde, dann müsste man natürlich, um warmes Wasser zu erzeugen, in den Häusern entsprechende Wärmepumpen installieren, die aus diesen 45 Grad dann 50, 60 Grad warmes Wasser machen. Weiterhin ist es notwendig, in den Häusern zusätzliche Heizflächen zur Verfügung zu stellen. Wenn das ein Haus ist, was oder wo die Heizungsinstallation für 60 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt ist, dann werden die Heizflächen nicht reichen. Da müsste man also nachrüsten. Und das macht nochmal deutlich, dass das also ein gewaltiger Einschnitt ist und dass es auch ein langer Zeitraum ist, in dem man das ändern also nur ändern kann. Man kann das nicht von heute auf morgen machen. Und umso dringender ist es da sofort mit anzufangen. Okay. Christoph, magst du noch was dazu sagen? Ja, ich würde die Temperaturen auch ähnlich sehen wie der Ralf. Da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir eben energetisch sanieren, damit wir Heizung mit einer Vorlauftemperatur von um die 40 Grad betreiben können. Dann könnte man die Wärme aus Wärmenetzen direkt, zumindest für die Wärmeversorgung, verwenden und müsste nur für Trinkwarmwasser was zuheizen. Das würde ich für einen vernünftigen Weg halten. Und man muss natürlich dann sehr schnell das kommunizieren, dass man das vorhat, damit bei einer Sanierung das entsprechend berücksichtigt wird. Die Sanierungsrate ist ja relativ klein, und das macht man nicht irgendwie nach 5 Jahren wieder. Und wer sowas heute anpackt, sollte darauf die Sanierung ausrüsten, dass er zukünftig Fernwärme vielleicht nur mit 40 Grad kriegt oder so. Und zu dem Versorgungssicherheit nochmal ist aus meiner Sicht halt eher eine Frage des Ausfalls eines Kraftwerks. Ich muss also immer so viel Kapazität haben, dass das größte Kraftwerk ausfällt. Das größte Kraftwerk ist im Moment Lippendorf, danach wäre es die GUD-Anlage. Und dieses Gaskraftwerk ist eben halt geeignet dafür, die GUD-Anlage in Eutrich zu ersetzen, wenn diese mal ausfällt. Okay, die nächste Frage, bisschen schwierig, weil sie, ich glaube, ein bisschen sehr einfach gestellt ist. Ich lese es einfach mal vor, würde es dann vielleicht noch mal ein bisschen uminterpretieren, aber ihr habt ja dann sowohl Interpretation als auch Frage gehört. Die Frage wäre erstmal, ich habe jetzt noch nicht verstanden, sollen wir jetzt dieses Gaskraftwerk bauen oder nicht? Und wenn nicht, was ist der rationale Weg? Ist eine Ja-Nein-Frage, soll man es bauen oder nicht? Also vielleicht wollt ihr eher eine Tendenz abgeben, wo ihr da steht, aber ja, wie ihr das beantworten wollt. Christoph, meinetwegen zuerst. Ja, ich finde, es ist jetzt der politische Kompromiss gefasst worden, und wir sollten es bauen. Aber zusätzlich auf jeden Fall erneuerbare Energien weiter ausbauen, sodass wir das Kraftwerk in den 2030er Jahren nur um einen gewissen Teil, also vielleicht 1000 Volllaststunden im Jahr nutzen. Und ich hatte es ja angangs auch schon mal erwähnt, diese
Gasturbinenkraftwerke brauchen wir auch für den Strommarkt in einem gewissen Umfang. Also eine völlige Fehlinvestition wäre es nicht, aber ganz klar, es ist die zweitbeste Lösung aus meiner Sicht. Und wenn man rein darauf setzt, halte ich es für keine gute Idee. Es muss ergänzt werden durch erneuerbare Energien. Okay, also der rationale Weg, der hier noch befragt ist, für dich ist jetzt nicht der Gaskraftwerk ja oder nein, oder wenn nein, was macht man sonst, sondern tatsächlich diese Mischform, die du gerade beschrieben hast. Also Gaskraftwerk und sich darauf verlassen für die nächsten 20 Jahre halte ich für keine gute Idee. Gaskraftwerke unter der Prämisse, dass es in den 2030er Jahren vielleicht noch 1000 Stunden im Jahr läuft, halte ich für einen politischen Kompromiss, den ich gut mittragen kann. Auch wenn ich es besser gefunden hätte, eben vor 10 Jahren und vor 5 Jahren die Kapazitäten aus Lippendorf mit erneuerbaren Energien zu ersetzen. Okay, eine relativ klare Aussage. Ralf, wie stehst du dazu? Also ich spreche mich eindeutig gegen den Bau des neuen Gaskraftwerkes aus. Ich halte für den Standort für völlig ungeeignet, da in dem Wohngebiet neben Schulen und Kindergärten. Die NOx-Emissionen, die wir uns da in die Stadt holen, völlig unnötigerweise, ja, das kann im Extremfall bis zum Fahrverbot führen, wenn der Verkehr weiter ansteigt in Leipzig und wir dort entsprechend hohe NOx-Werte messen. Also völlig ungeeignet, dieses Kraftwerk hier in die Stadt reinzuholen. Das Argument von Christoph, dass wir diese Art von Kraftwerke brauchen, kann ich technisch nachvollziehen. Es ist allerdings so, dass deutschlandweit viel zu viele solche Gaskraftwerke gebaut werden. Und wenn man sich mal diese Investitionen anguckt, dann passt es überhaupt nicht mit den Klimazielen zusammen. Ja, es ist, also man kann zurzeit mit Gaskraftwerken Geld verdienen und deswegen springen da sehr viele drauf an, bauen diese Kraftwerke, ohne dass es da wirklich einen Plan gibt oder einen Bedarf oder einen Abgleich mit den Klimazielen, die man hat. Okay, das sind jetzt relativ viele unklar, also unabwägbar, so Dinge gewesen, wo wir nicht wissen, wohin geht's. Das werden wir noch sehen. Jetzt kommt eine sehr praktische Frage, die genau da mal hinfühlt, nämlich wie weit vorangeschritten ist denn jetzt ganz konkret die Planung schon? Zum einen, und wer entscheidet das und wann wird es entschieden, ob das Gaskraftwerk gebaut wird oder nicht? Wisst ihr da was zu? Ralf, weißt du da Also was? es gibt einen Antrag der Stadtwerke, dieses Kraftwerk zu bauen. Es gibt eine Kritik, dass kein ordentliches BIMSCH-Verfahren durchgeführt worden ist. Da ist die Frage, ob das praktisch rechtlich durchkommt. Dann könnten die Stadtwerke das so nicht bauen, wie sie das jetzt vorhaben. Das andere ist, dass sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt haben, in denen die hier diskutierten NOx-Werte nicht zum Tragen kommen, dass deren Vorlage ist, wir haben keinen Einfluss auf die Leipziger Luft, keinen negativen Einfluss, was offensichtlich nicht richtig ist. Wenn das so bewertet wird, wie wir das bewerten, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das Kraftwerk noch in der Stadt bauen kann. Okay, also es ist tatsächlich noch Planungsstadium auch und man weiß jetzt auch gar nicht so genau, wohin das geht. Christoph, hast du da vielleicht noch ein paar Infos? Nach meinem Kenntnisstand ist, sag mal so, ist der Beschluss da, das zu bauen. Läuft jetzt das Genehmigungsverfahren und jetzt einfach die Frage, wenn das jetzt nicht gebaut wird, dann wird es dazu führen, dass man versuchen wird, den Fernwärmeliefervertrag mit Lippendorf zu verlängern. Wie ich schon dargestellt habe, denke ich, dass das dann für Leipzig eine sehr, sehr teure Angelegenheit wird, weil die LEAG sich das sehr gut bezahlen lassen wird, wenn sie das verlängern. Und das Risiko eines steigenden CO2-Preises liegt halt rein beim Endkunden. Es ist von daher ja jetzt eine rein planungsrechtliche Frage, wird es genehmigt, dann wird es auch gebaut. Ja? Und wenn in dem Genehmigungsverfahren Punkte kommen,
die dazu führen, dass es nicht genehmigt wird, dann wird es halt auch nicht gebaut. Okay. Die nächsten beiden Fragen würde ich jetzt mal ein bisschen zusammenlegen. Die erste habt es einfach mal im Hinterkopf. Da geht es um die berechtigte Aussicht auf Stilllegung von Lippendorf, also ob diese Aussicht berechtigt ist, dass Lippendorf schnell stillgelegt wird. Und die kommende Frage hängt damit ganz eng zusammen. Hat eurer Meinung nach der Bau des Gaskraftwerks einen Einfluss auf die Laufzeit von Lippendorf? Haben wir ja vorhin schon ein bisschen was dazu gehört. Also wenn ja, wie fällt dieser aus, wenn er das einfach nochmal gut griffig beschreiben könnt? Könntest du die Frage bitte nochmal wiederholen? Ich war eben also hatte Haken drin. Okay. Es sind zwei Fragen zusammen, die jetzt quasi in eine Richtung zielen. Die eine ist: Ist die Aussicht auf eine schnellere Stilllegung von Lippendorf berechtigt? Ich denke mal, die ist wahrscheinlich auch in Bezug aufs Gaskraftwerk gemeint. Die zweite wäre eben: Hat eurer Meinung nach der Bau des Gaskraftwerks einen Einfluss auf die Laufzeit von Lippendorf? Und wenn ja, wie fällt dieser aus? Ja, Ralf, wenn du gleich magst, kannst du gerne antworten. Ja, ich habe es jetzt wieder nur bruchstückhaft verstanden. Der erste Teil, den ich verstanden habe, ist die Frage, ob die Hoffnung, dass Lippendorf denn stillgelegt wird, berechtigt ist. Genau, Also stilllegen. Lippendorf wird betrieben, unabhängig von der Stadt Leipzig. Und die Betreiber entscheiden das praktisch nach eigenem Ermessen. Es gibt noch andere Fernwärmekunden, die da dranhängen, die ja mit auch versorgt werden müssen. Also es gibt jetzt keine Notwendigkeit, dass praktisch dass das Kraftwerk direkt stillgelegt wird. Die Kostenaspekte, die Christoph genannt hat, die sehe ich auch. Allerdings, wenn das nicht so ist, wie Christoph das dargestellt ist, würden praktisch beide Kraftwerke gleichzeitig betrieben werden. Solange man Geld damit verdienen kann, mit diesen Kraftwerken, werden die auch betrieben werden. Insofern kann das auch in der Gesamt-CO2-Emission zu einer Erhöhung führen durch dieses zusätzliche Kraftwerk. Okay, genau, Christoph, du hast ja auch diese Tendenz mit, wenn das Gaskraftwerk gebaut wird, wird Lippendorf vielleicht überflüssig und nicht mehr rentabel. Ja, wobei ich es eben hauptsächlich eigentlich so sehe, dass wenn der CO2-Preis noch ein bisschen weiter ansteigt, als er letztes Jahr war, dann verdient man halt kein Geld mehr damit. Und wenn man kein Geld mehr damit verdient und auch keine Lieferverpflichtungen hat für Fernwärme in gewissen Mengen, dann wird das Ansinnen der Betreiber sein, das so schnell wie möglich stillzulegen und insbesondere, wenn man dafür noch eine Stilllegungsprämie von der Bundesregierung kassieren kann. Ja, Lippendorf wird ja betrieben in einem Block von der LEAG und einem von der EnBW. Und schon da war es letztes Jahr so, dass ein Block aus wirtschaftlichen Gründen den Sommer über nicht lief. Also wenn es nicht eine deutliche Kehrtwende in der Klimapolitik gibt, rechne ich damit, dass das Kraftwerk Lippendorf bis 2025 stillgelegt wird, rein aus wirtschaftlichen Erwägungen. Der Einfluss von Leipzig wird insofern da sein, wenn keine Vertragsverpflichtungen bestehen, das Kraftwerk laufen zu lassen, ist halt einfacher, es stillzulegen und der Vorrang entfällt halt, ne? Weil wenn man Fernwärme nach Leipzig liefern muss, dann hat das Kraftwerk Lippendorf die Möglichkeit, ins Netz einzuspeisen, die gleichwertig ist mit erneuerbaren Energien, wenn es keinen Fernwärme liefern muss und es steht ausreichend erneuerbare Energien für den Strommarkt zur Verfügung, dann muss das Kraftwerk runterregeln und so ständig rauf und runterregeln. Das ist halt für ein Kraftwerk sehr belastend und schlägt auf die finanzielle Ergebnis durchaus durch. Also ist nicht der Hauptgrund, aber ich glaube schon, dass es einen kleinen Einfluss haben wird, ob da noch eine Lieferverpflichtung für Fernwärme da ist oder nicht. Also die Kosten ist das eine Punkt. Der andere Punkt, der praktisch hier immer verknüpft wird, ist, okay, wenn Lippendorf stillgelegt wird aus finanziellen Gründen oder anderen Gründen,
dann wird es hier kalt und dafür brauchen wir dieses Gaskraftwerk und andere Optionen gibt es nicht. Und das sehe ich nicht so. Also es gibt durchaus andere Optionen als dieses Gaskraftwerk. Also die erste und beste sind erneuerbare Energien mit den entsprechenden Folgen, die wir schon diskutiert haben. Wenn man jetzt eine Notlösung braucht, tut es auch ein einfaches Heizwerk, was deutlich kostengünstiger ist und deutlich flexibler ist im Betrieb. Okay, nur so zur Richtwerte, wir haben jetzt 18 Uhr, es sind noch 1, 2, 3, 4 Fragen im Moment. Ich denke, das können wir ganz gut so weitermachen. Der Jupp würde gern wissen, ob es Antwort-Diskussionskontakte von euch zur Stadt gibt. Also, ob er jetzt euch persönlich meint oder jetzt vielleicht die Organisation dahinter, Scientists for Future Fridays, wie auch immer, BUND und so weiter. Ich würde jetzt einfach mal fragen, wie seht ihr das, Ralf? Also ich saß einmal auf einem Podium in der Diskussionsveranstaltung zu diesem Gaskraftwerk zusammen mit den Stadtwerken. Da haben wir also entsprechend diskutiert. Und dann war ich noch auf 3 bis 4 anderen Veranstaltungen, wo die Stadtwerke das neue Gaskraftwerk vorgestellt haben. Insofern gibt es da einen Austausch, da gab es auch einen Austausch. Okay, Christoph, bei dir auch? Hast du da? Ja, ich hatte mal einen Termin, der aber dann abgesagt wurde, so in Corona-Zeiten, finden halt persönliche Gespräche einfach nicht statt. Aber ich denke, irgendwann ist es ja vielleicht vorbei, dann wird es auch noch mal eine Anhörung geben. Ja. Würde ich vielleicht noch eine Frage dazwischen schieben? Ist da auch Eigeninitiative möglich? Also wenn jetzt zum Beispiel auch jemand, der sich mit dem Thema gut auskennt, hier gerade mithört und denkt, okay, ich würde gerne selber an die Stadt rantreten mit schon einer gewissen Fachkompetenz, gibt es da die Möglichkeiten? Seht ihr das? Also ich denke mal, man kann sicherlich immer noch immer an die herantreten, ob man die Entscheidung deutlich beeinflussen kann. Denke ich, ist schwierig. Es gibt halt eine Stadtratsentscheidung von der Stadt. Es gibt eine Entscheidung von den Stadtwerken, vom Aufsichtsrat. Das sind letztendlich die Grundlagen, die zum Bau dieses Kraftwerks oder zur Planungsphase dieses Kraftwerks führen. Und wenn man nicht wirklich neue Argumente hat, was glaube ich nicht der Fall ist, dann ist wahrscheinlich der Weg nur rechtlich zu verhindern, die Genehmigung zu erwirken. Und wie da die Aussichten sind und ob man da sich insgesamt einen Gefallen bei tut, komme ich zu einem anderen Schluss als der Ralf. Nächste Frage. Wenn es ohne GUD gehen soll, warum soll dann ein neues gebaut werden? Ja, es ist ja einfach die Frage der Backup-Lösung, ne? Die Heizwerke, die es gibt, die sind halt alt. Also man muss irgendwas Neues auf jeden Fall machen oder aber man muss den Bedarf deutlich senken. Wenn der Bedarf so bleibt, in der Größenordnung, wie er jetzt ist, und man möchte sicherstellen, dass wenn das größte Kraftwerk ausfällt, man entsprechender Kapazitäten hat, um die Wärmeversorgung sicherzustellen, dann muss man da irgendwas ertüchtigen oder neu bauen. Und die Entscheidung ist halt auf jetzt das Gaskraftwerk gefallen. Man hätte es sicherlich auch anders lösen können. Aber halt so ganz ohne Kapazitätserweiterung oder Ertüchtigung von Altern fehlt dann einfach die Backup-Sicherheit, wenn mal was ausfällt. Also alternativ kann man natürlich auch den bereits erwähnten Rückbau des Fernwärmenetzes forcieren, ja, dass wir gar nicht mehr so einen hohen Bedarf an Fernwärme haben. Und da gibt es verschiedene Komponenten. Also der eine ist der Klimawandel selbst. Die Frage, wie viel Heizleistung wir in Zukunft überhaupt noch brauchen. Das Zweite ist, wie weit man jetzt den Ausbau weiter forciert. Ja, müssen da immer wieder noch neue Verbraucher angeschlossen werden zu diesen alten Bedingungen, die wir ja schon festgestellt haben, die nicht zukunftsfähig sind. Und was gibt es vielleicht für Alternativen in Bereichen, wo die jetzt mit Fernwärme versorgt werden, wo
wo wir praktisch auf erneuerbare Energien umsteigen könnten. Das sind aber alles Punkte, wo man sagen muss, das greift tief in die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke ein. Das heißt, der Rückbau des Fernwärmenetzes ist natürlich jetzt erstmal ein Verlust für die Stadtwerke, ein Verlust an Kunden, Verlust an Umsatz und auch Verlust an Gewinn. Das heißt, die Stadtwerke selbst werden jetzt nicht ankommen und sagen, okay, wir bauen das zurück. Nicht? Das ist eine politische Entscheidung und es muss praktisch von denen gefordert werden. Die werden da von alleine nicht drauf kommen. Okay. Die nächste Frage. Zum Schluss heißt das doch, dass Leipzig seine Ziele als Klimaschutzkommune komplett verfehlen wird, oder? Also auch so gestellt. Mhm. Könnte gut sein, da kenne ich mich zu wenig aus. Christoph, also meines Erachtens gibt es ja keine klaren Reduktionsziele jetzt, was die Fernwärme geht. Es gibt so den Beschluss, klimaneutral zu sein, irgendwie 2040. Mit fossilen Energien geht das sicherlich alles nicht. Ja, aus meiner Sicht muss man da deutlich ambitionierter werden. Und das ist halt das, was ich auf jeden Fall da auch einfordere, dass es nicht bei dem Gaskraftwerk belassen wird. Und diese Variante, die von den Stadtwerken immer angeführt wird, naja, dann betreiben wir es halt mit erneuerbarem Wasserstoff. Hatten wir schon diskutiert, halte ich einfach für nicht schlüssig. Die nächste Frage, was sind denn Varianten mit Erneuerbaren, um Wärme in dieser Menge zu produzieren? Also ich schätze mal technische Varianten. Mhm. Also Wärmepumpen sind gut geeignet, weil die praktisch aus wenig Strom viel Wärme machen. Die haben also im Jahresmittel Arbeitszahlen von 3, 4 bis 5. Das heißt, aus 1 Kilowattstunde Strom mache ich 3, 4 oder 5 Kilowattstunden Wärme. Und diesen Strom kann ich natürlich über Wind und Photovoltaik erzeugen. Das ist also eine sehr gute, ökologisch sinnvolle Heiztechnik. Alles andere, muss man sagen, ist, also man hat hier das Speicherproblem bei diesen Wärmepumpen. Dann kann man natürlich thermische Speicher nehmen, aber das geht auch nur begrenzt. Und Wind und Sonne sind nicht immer dann da, wenn man heizen will. Das heißt, man wird auf irgendeine Form von Energiespeicher, chemischen Energiespeicher zurückgreifen müssen. In der Übergangszeit kann man natürlich auch einfach das Erdgas nehmen. Das Erdgas ist gespeicherte Energie und immer nur dann einsetzen, wenn man keinen Wind und Sonne zur Verfügung hat. Aber wichtig ist, praktisch erstmal anzufangen, Wind und Sonne zu nutzen mit zum Beispiel Wärmepumpen oder auch Solarthermie, was wir schon gesagt haben. Mhm. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nächste Frage, die jetzt kommt, ist hier momentan die letzte. Also falls jemand noch was auf den Fingernägeln brennt, könnte sie, während die beantwortet wird, gerne nochmal was dazu fragen, was schreiben. Ansonsten haben wir jetzt als letzte Frage. Der Micha würde gerne wissen, wenn man sich gegen den Bau des Kraftwerks stellen möchte, wo sind denn die Anlaufstellen und wer organisiert das? Ich glaube, an wen die Frage geht. Also ich habe mit anderen zusammen eine Online-Petition gestartet und Open Petition ist es zu erreichen. Die ist nicht mehr in der Zeichnung, aber man erreicht uns noch über diese Website und da sind auch die Argumente noch mal ein bisschen dargestellt. Und wenn man da einen konkreten Kontakt sucht, kann man uns da drüber kontaktieren. Wir sind also eine Bürgerinitiative, die sich gegen dieses Kraftwerk gegründet hat und genau, haben da auch die entsprechenden Kontakte dann. Okay, da jetzt scheinbar keine weiteren Fragen kommen, finde ich, Ralf, ist von dir doch eigentlich auch schon ein sehr rundes Schlusswort. Christoph will bestimmt auch noch mal was sagen und ich denke, dann wären wir soweit. Ich soll ein Schlusswort sagen? Das war deine Frage jetzt? Nee, ich meinte, das, was du gerade geantwortet hast, ist eigentlich... Alles klar. Deswegen würde ich das zweite Schlusswort jetzt einfach an Christoph übergeben. Ja. Fragen haben wir keine mehr. Genau. Ja, also ich würde mich jetzt, glaube ich, auch nur noch wiederholen. Ich
Ich glaube, das Wichtige wirklich ist, wir brauchen erneuerbare Energien, wir brauchen auch den Einsatz dafür, dass wir ein Marktmodell haben, damit diese erneuerbaren Energien hier in der Wirtschaftlichkeitsrechnung darstellbar ist. Also wir müssen uns auf Bundesebene einsetzen, dass wir den Strom aus Wind- und Solarenergie kostengünstig, also ohne große Abgaben und Steuern direkt nutzen können, damit erneuerbare Energien billiger sind als fossile. Wenn das so ist, dann denke ich mal, würden auch die Stadtwerke in diesem Bereich investieren. Dann müssten bestehende Kraftwerke weniger laufen, und wir würden hier lokal Emissionen sparen. Wir würden am anderen Ende, wo Erdgas gefördert wird, Schadstoffe reduzieren. Und das ist der wichtige Punkt. Das muss das Ziel sein. Und dafür, finde ich, sollten wir uns einsetzen. Okay, es gab jetzt noch eine Frage, die ich jetzt nicht so ganz verstehe. Ist einfach, der Ball liegt jetzt also wo? Ich beantworte sie jetzt einfach mal selber und ihr könnt mich natürlich unterbrechen, wenn es Quatsch ist, was ich da sage. Ich schätze die Frage meint Handeln, wie man damit umgeht. Und für mich macht es den Eindruck, dass der Ball einfach an verschiedenen Punkten immer wieder liegt und hin und her gespielt wird. Und kann man so, weiß nicht, kann man so sagen? Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht klar. Moment, da kommt vielleicht nochmal. Genau, wer entscheidet, wie es weitergeht? Das ist die Frage, die damit gemeint ist. Hat Ja, man Christoph so. hat das ja schon beantwortet, dass es jetzt im Genehmigungsverfahren ist und da nach entsprechend entschieden wird. Genau. Ja, dann danke ich euch, dass ihr hier so rege Auskunft erteilt habt und vor allem auch. Sehr schön, dass es nicht eine sehr homogene Meinung ist. Ich denke, homogen sind wir alle in der Meinung, dass wir wollen, dass es im Klima besser geht und was man dafür tun kann. Aber auch da Ambivalenzen einfach möglich sind und Diskussionen. Und für mich war es interessant. Ich denke, für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Ja, und dann wünsche ich allen noch einen schönen, angenehmen Abend. Ich sitze hier in Dresden, da hat es tatsächlich jetzt geregnet. Ich drücke mal die Daumen, dass es für Leipzig auch ein paar Tropfen gibt. Ja, da freut sich der Boden noch. Dann habt's gut und einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.